Am Morgen des 8. September 1380 bezwang die Armee der Rus unter Führung Moskaus zum ersten Mal die Mongolen. Die Schlacht war eine der wichtigsten des Mittelalters und legte den Grundstein für den Aufstieg Moskaus zur zukünftigen Hauptstadt Russlands. Zum ersten Mal hatten sich rivalisierende Fürstentümer Moskau im Kampf gegen einen gemeinsamen Feind angeschlossen. Nun begannen viele Fürstentümer der Rus, sich als zusammengehörig zu betrachten. Spätere Moskauer Herrscher würden die Erinnerung an diese Schlacht nutzen, um ihre politische Macht in Russland zu begründen. Der Moskauer Großfürst Dmitri Iwanowitsch hatte die Fürstentümer der Rus zum Sieg über die Mongolen geführt und damit seine Herrschaft gefestigt. Für die Führung der Mongolen war die Niederlage in der Schlacht von Pulikovo jedoch eine Katastrophe. Der Herrscher der Goldenen Horde wurde von einem Nachfahren Genghis Khans gestürzt. Sein Name lautete Toghtamisch. Und Toghtamisch hatte nicht vor, den verräterischen Rus unter Moskau ihre Rebellion zu verzeihen. 2 Jahre nach der Niederlage bei Kulikovo marschierte Toghtamischs Goldene Horde gegen Moskau. Seit über einem Jahrhundert hatte die Stadt den Zorn der Mongolen nicht mehr zu spüren bekommen. Das sollte sich ändern. Fürst Dmitri und seine Verbündeten aus der Rus eilten in das befestigte Herz Moskaus, um die Tore der Stadt zu verbarrikadieren. Moskaus mächtige Steinmauern sollten ihrer bisher schwersten Prüfung unterzogen werden. Doch konnte die Hauptstadt der rasenden Legion der Goldenen Horde standhalten? Die Moskowiter hatten bereits mehrere Mongolenanstürme auf ihre Stadt erlebt und wussten, dass die Horde in großer Anzahl eintreffen würde. Der Wettlauf um die Befestigung Moskaus hatte begonnen. Брать на прежвойне.
Während Dmitri in aller Eile die Verteidigung der Stadt vorbereitete, strömten Bewohner aus den umliegenden Städten auf der Flucht vor der herannahenden mongolischen Armee nach Moskau. Die Geflüchteten aus den Siedlungen rund um Moskau waren allesamt in der Stadt eingetroffen. Sie würden den mongolischen Ansturm hinter Moskaus steinernen Wällen aussitzen. Приходите, воины! На брешь, воины! Воины, приходите, воины! Ладно, воины, надо бы найти! Потрудился изрядно! Als der donnernde Hall der mongolischen Kriegstrommeln über den Horizont zu ihnen hinüberschallte, wies Dmitri seine Männer an, die Stellung zu halten. Sollten die steinernen Mauern fallen, wäre dies das Ende der Stadt. Die Fackeln der Mongolen machten kurzen Prozess mit Moskaus hölzernen Palisaden. Nun waren die alten Steinmauern alles, was Dmitri von einer vernichtenden Niederlage trennte. Na, wir sind bald.
наказу. Все едем! Ярко приказано, на путь идти! Повинуйся наказу! Трудитесь надобно! Исправляю! Стреляю, где вы буду я! Приготовиду выйти. Идите, лучницы, поскор! Трудитесь, а надобно. Сие исправим. Сие построю скоро. Приготовляйтесь, выступайте, доблер помойте. Лучник, помойте, напряжь поскор! Погнется!
Eine neue Bedrohung erreichte die Tore Moskaus. Die Mongolen brachten ihre mächtigsten Belagerungsmaschinen in Stellung. Der Herzschlag der mongolischen Kriegstrommeln immer näher rückte, wussten die Rus-Truppen, dass die Horde keine Gnade zeigen würde. Лучницы, приготовляйтесь!
Надо внесут. Сейчас начну делать их. Я построю. Die Moskowiter verteidigten ihre Hauptstadt tapfer gegen die heranstürmende mongolische Übermacht. Doch mittlerweile war eine noch größere Armee vor den Toren Moskaus eingetroffen. Da keine Zeit mehr blieb,
befahl Dmitri seiner Armee, die Mongolen lange genug aufzuhalten, damit die Moskauer Bürger fliehen konnten. Und seine Mannen hielten die Stadt, sodass einige Bürger Moskaus entkommen konnten. Trotz ihrer standhaften Verteidigung konnten die Rus nicht mehr durchhalten und die Hauptstadt fiel unter der großen Überzahl der Horde. Dr. Mishkan plünderte die Stadt und ihre Reichtümer und ließ alle verbliebenen Moskauer niedermetzeln. Fürst Dmitri hatte keine andere Wahl, als aus seiner Heimat zu fliehen. Die Unabhängigkeit der Rus würde noch warten müssen.